München. Razzien. Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen die Büros verschiedener Pharmafirmen. Der Verdacht? Bestechung von tausenden Klinikärzten. In den vergangenen Jahren wurden allein in Bayern 14.500 Strafverfahren eingeleitet. Die meisten werden eingestellt. Doch nur wenige Beschuldigte landen vor Gericht. Die Pharma-Manager kommen in aller Regel ungeschoren davon, klagt ein Fahnder. Die Pharmaindustrie kann ganz entspannt den Ermittlungsbehörden, den Polizeien, den Staatsanwaltschaften, den Gerichten entgegensehen, weil es hat noch keine Verurteilung in Deutschland gegeben, die auf Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, auf Korruption durch die Pharmaindustrie zurückzuführen ist, die auch eine Abschreibung darbieten könnte. Also die Pharmaindustrie kann in Deutschland eigentlich machen, was sie will. Seit Jahren kämpft der Korruptionsspezialist Uwe Dollater gegen die Machenschaften der Pharmaindustrie. Sein Fazit nach langer Ermittlungsarbeit: Wenn man sich die Methoden betrachtet, mit denen die Pharmaindustrie die Entscheidungsträger unter Druck setzt, so gehören die eigentlich in die mafiösen Strukturen. Mit rüden Methoden geht die Pharmaindustrie gegen Kritiker vor, wissen auch prominente Betroffene zu berichten. Ich habe erlebt, dass aus dem verschlossenen Hotelzimmer, aus meiner Aktentasche Unterlagen, die für die Pharmaindustrie von Interesse waren, verschwunden sind. Als wir bemerkt hatten, dass da Leute uns nachspionierten, habe ich den Staatsschutz eingeschaltet, weil ich zu der Zeit politischer Beamter war. Und der hat das dann abgestellt. Und dann habe ich gelernt, dass in dieser Industrie es üblich ist, Gegner auszukundschaften, um was zu finden, mit dem man Druck ausüben kann. Druck und Drohungen hat auch Dr. Leonard Hansen erfahren. Er ist Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein und will die Arzneimittelkosten senken. Er verpflichtet seine Ärzte dazu, bei gleicher Qualität das jeweils kostengünstigere Präparat zu verschreiben. Für die Pharmaindustrie eine Kampfansage. Die Drohungen beinhalteten eben Sätze wie wir machen sie platt oder wir klagen sie in Grund und Boden. Und es war für mich dann schon erschreckend, manchmal zu erleben, wie einzelne Vorstände dieser Firmen wirklich jegliche Kontenance verloren haben und einem Unverhohlen gedroht haben. Und auch Mitarbeiter gesagt haben, pass auf, dass nicht mal irgendwann ein Reifen vom Auto auf der Autobahn fliegt. Und also da war schon richtig gehend Angst im Spiel. Politiker versuchen seit langem, die Arzneimittelkosten zu senken. Auch Horst Seehofer in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister. Er wollte die sogenannte Positivliste einführen. Nur noch wirksame Medikamente und Wirkstoffe sollten von den Kassen bezahlt werden. Der Pharmabranche drohten Milliardenverluste. Seehofer bekam deren Macht zu spüren. Viele Unternehmen wollten auf Seehofers Liste. Es kann nicht so sein, dass eine Positivliste danach bestellt wird, wer die stärkste Lobby hat, sondern sie muss nach wissenschaftlich sauberen Kriterien gemacht werden. Und dies war in überschaubarer Zeit nicht möglich und deshalb haben wir sie dann beerdigt. Übrigens jede Folgeregierung auch. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Ein lauer Spätsommerabend in Berlin. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller hat die Mitarbeiter der Ministerien und Bundestagsabgeordneten zu einer abendlichen Bootstour eingeladen. 4 Stunden ganz vertraulich. Man will unter sich sein, um die bis heute so erfolgreiche Lobbyarbeit fortzusetzen. Kosten der Vergnügungsfahrt? Geschätzte 30.000 Euro. Diese Nähe sollte gar nicht vorhanden sein,
die mittlerweile da ist. Also es ist ein Geben und Nehmen, ein Kommen und Gehen zwischen Politikern, Ministerialbeamten und Pharmaindustrievertretern. Und das kann einfach nicht sein, weil in einer Familie, wenn man es also zur Cosa Nostra, zur eigenen Sache alles macht, dann natürlich dementsprechend die Kontrollen wegfallen. Cornelia Isa, hier rechts zu sehen, hat zu diesem Abend eingeladen. Heute ist sie die mächtigste Pharmalobbyistin. Ihre Karriere begann aber in der Politik. Vormals war sie parlamentarische Staatssekretärin der CDU. Jetzt ist sie Hauptgeschäftsführerin des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller. Auch andere wechselten die Seiten. Andrea Fischer, ehemalige Gesundheitsministerin im rot-grünen Kabinett, arbeitet jetzt in einer PR-Agentur als Pharmalobbyistin. Peter Schmidt, vormals gesundheitspolitischer Referent der SPD-Bundestagsfraktion, wechselte als Geschäftsführer zu ProGenerica, einem Zusammenschluss von Pharmafirmen. Hermann Hoffmann, vormals Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, macht jetzt Kommunikation für den Pharmagiganten Sandoz. Horst Teltschik, einst Berater von Bundeskanzler Helmut Kohl, ist heute Mitglied im Verwaltungsrat des Pharma-Riesen Roche. Politik und Pharmaindustrie. Geben und nehmen. Kommen und gehen. Hegen und pflegen. Dabei lässt man sich nicht gern stören. Wer ihnen zu nahe kommt, kriegt Ärger. So auch wir. Als wir unsere Aufnahmen machen, kommt Polizei, alarmiert von den Bootsausflüglern. Wir sollen abbrechen. Die Polizei nimmt unsere Personalien auf. Die traute Runde aus Pharmaindustrie und Politik macht weiter. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wer macht eigentlich unsere Gesundheitspolitik? Wie viel Entscheidungsspielraum haben Politiker nach 5 erfolglosen Reformen in den vergangenen 10 Jahren? Verhindern übermächtige Lobbygruppen grundlegende Veränderungen im Gesundheitswesen? Es geht um Macht und sehr viel Geld, um die Aufteilung eines 260 Milliarden Euro schweren Marktes. Da scheinen alle Mittel recht. Der Arzt Wolfgang Wodak war SPD-Bundestagsabgeordneter und Sprecher und Initiator der Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Seine Beobachtungen lassen einige Zweifel an demokratischer Entscheidungsfindung aufkommen. Der Deutsche Bundestag hat einmal ein Gesetz formuliert in seiner Angst, dass die Arzneimittelpreise immer weiter steigen, um die Preise für bestimmte patentgeschützte Arzneimittel zu bremsen, um sie zu senken. Und da hat man sich eine Ersparnis ausgerechnet, die in die Milliarden ging. Doch das Gesetz verschwand spurlos bei den legendären Rotweinrunden Gerhard Schröders im Kanzleramt, wo sich die Interessenvertreter der Industrie die Klinke und das Glas in die Hand gaben. Die Pharmaindustrie zahlte 200 Millionen in die gesetzlichen Kassen und durfte die Preise weiter frei bestimmen, und das Gesetz war vom Tisch. Das hat mich damals als begeisterter Parlamentarier so sehr entsetzt und mein Vertrauen in die Politik sehr, sehr stark beschädigt. Einflussreich der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, dessen Hauptgeschäftsführerin Cornelia Iza, einstige CDU-Staatssekretärin, zählt zu den mächtigsten Lobbyistinnen im deutschen Gesundheitswesen. Ich würde immer die Macht des Lobbyismus nicht überschätzen wollen. Und manchmal ist das auch eine Ausrede für mangelnden Gestaltungswillen oder mangelnde politische Lösungskompetenz. Oder die Mehrheiten kommen nicht zustande, wie auch immer. Und dann sagt man schnell, die Lobbyisten haben es blockiert. Vielleicht ist es aber auch verhinderte Gestaltungsmöglichkeit. Gesetzentwürfe aus dem Ministerium wurden den Parlamentariern nicht selten vorenthalten. Und wenn wir sie dann gekriegt haben, dann haben wir sie von Lobbyisten gekriegt. Die haben sie uns zugespielt. Wir als Parlamentarier haben die Gesetzesvorlagen, die in Arbeit waren, erst von der Industrie bekommen, nicht aus dem Ministerium.
Eine Flut von sogenannten Pharma-Referenten ergießt sich über die deutsche Ärzteschaft. Experten schätzen, dass auf 4 niedergelassene Mediziner ein Vertreter der Pharmaindustrie kommt. Rund 2 Milliarden Euro lässt sich die Branche dieses Marketing-System kosten. Es werden Anreize für das Verschreiben von Medikamenten geschaffen, eine rechtliche Grauzone, Fortbildungen, Hotels oder eine kostenlose Software für das Praxismanagement. Wenn ich einen Arzt besteche dadurch, dass ich ihm eine firmenfreundliche Software schenke, die alles, was er auszufüllen hat, dann so ausfüllt, dass immer gleich das richtige Produkt für die Firma da drin steht, dann ist das auch sicherlich aus dem Interesse jetzt gesehen der Öffentlichkeit hier ein kriminelles Marketing. Um die Interessen der Ärzte kümmern sich gleich mehrere Verbände. Hartmann-Bund für Private und Marburger Bund für angestellte Mediziner. Fast zu jeder Gesundheitsreform werden Ärzte-Streiks und Ärzte-Demonstrationen organisiert. Zur Not am Rande des moralisch Vertretbaren. Zum Beispiel hat die Kassenärztliche Vereinigung 2006 in Berlin etwa 170 Studenten und Arbeitslose bei Arbeitsvermittlern als Demonstranten gemietet. Ganz andere Interessen verfolgt die Lobby der Krankenhauskonzerne mit ihrem Ziel, zweistellige Rendite zu kassieren. Dazu kommen die Lobbyorganisationen der privaten und der gesetzlichen Krankenkassen und ihr Blick ins Portemonnaie der Patienten. Eine weitere Interessengruppe im Kampf um die Gesundheitsmilliarden, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Die Apotheken sind im Gegensatz zu dem gebetsmühlenartigen Beschwören des freien Wettbewerbs noch organisiert wie eine mittelalterliche Zunft und haben es geschafft, 5 Reformen ohne große finanzielle Einbußen zu überstehen. Wir haben angefangen von der Finanzierung der Forschung bis hin zu zum Sponsoring für Karrieren im Gesundheitswesen, haben wir überall Industriegelder, die werden eingesetzt und werden überall Abhängigkeiten geschaffen von Menschen, die ihre Karriere darauf begründen dann auch, die auch verpflichtet sind natürlich dann immer dran zu denken, wer sie überhaupt so hoch gebracht hat und wer sie da oben hält. Mit Philipp Rösler bekam die FDP, die traditionell eng mit den Lobbyvereinen verbunden ist, das Gesundheitsressort. Erst lief alles nach Plan. Doch jetzt präsentiert Rösler eine Reform, die im Kern auch das beinhaltet, was bereits seine Vorgänger nicht durchsetzen konnten. Schwindet die Macht der Lobbyisten allmählich? Es ist schwierig aufgrund des gesellschaftlichen Umfeldes. Das kann man nicht an der Person des Ministers festmachen, sondern Tatsache ist, die Menschen stellen die Zeichen im Moment mehr auf Regulierung, auf eine Restaurierung der sozialen Sicherungssysteme statt auf Markt. Da ist es schwieriger, wettbewerbliche Lösungen verständlich zu machen und zu vermitteln. Für Insider der Gesundheitspolitik sind scheinbare Meinungsverschiedenheiten zwischen Politik und Lobbyisten nichts weiter als strategische Ablenkungsmanöver. Häufig sind das Scheingefechte. Häufig wird ein Streit inszeniert über ein Thema, wo man vielleicht sogar weiß, da könnten wir gegebenenfalls sogar nachgeben. Und es ist so gut inszeniert, dass ein anderer Punkt, der einem eigentlich viel wichtiger ist, dadurch ins Hintertreffen gerät. Die einzigen, die keine wirkmächtige Lobby haben, bleiben die Patienten und die als Querulanten wahrgenommenen Parlamentarier, die dann auch keine Lobby mehr in ihrer eigenen Partei finden. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.